Hallo Rümer, liebe Freunde. Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blatt Grün. Wir wollen gegen diesen Trainer kämpfen. Ich finde keinen Weg nach draußen, da rein sehe ich gar nicht. Du musst nur aus deinem Raum rausgehen. Und dann ist da eine Treppe. Die gehst du einfach nach unten. Und dann erkennst du schon an dem Aufbau des Raumes, dass das der Ausgang ist. Oder die Eingangshalle. Oh, was ist denn mit dir? Manche Menschen, ne? Psychokinese! Ich muss einmal das Fenster hier links schließen, so. So, kennt ihr das? Ja, ihr spielt irgendein Spiel. Teilklaue, lol. Ihr spielt irgendein Spiel. Und. Ihr habt mehrere Bildschirme. Und. Der eine Bildschirm ist so hell, weil da irgendein Fenster, Internet offen ist oder so, was halt einfach nur weiß ist oder halt, ne, helle Farben und so. Das blendet as fuck. Warum auch immer. Also ihr habt sonst weitere Bildschirme hier offen und ihr habt rechts ein Fenster, was halt offen ist, beziehungsweise halt, was Licht reinkommt. Aber dieser Bildschirm blendet um einiges mehr. Oh nein, meine Beute. Kennt ihr das? Oder bin ich der Einzige? So, Schalter wieder ausmachen. Denn, nein, nicht da. So, hier komme ich nicht mehr rein. Da unten komme ich sowieso nicht lang. Aber hier oben kann ich jetzt rein. Genau, okay. Da muss ich dann wahrscheinlich auch lang. Aber dann will ich erstmal diesen Weg hier gehen. Ist noch ein Tagebuch. 6. Februar. Mew hat ein Junges geboren. Wir haben es Mewtwo genannt. Ist doch gar nicht die Entstehungsgeschichte von Mewtwo, oder? Dieses Gebiet hier ist riesig. Ich dachte, Mewtwo ist ein Klon aus Mew von Wissenschaftlern erschaffen. Und nicht anders. Also nicht so, wie das da gerade stand. Wir wechseln mal Pokémon. Nicht, dass Mew ein Junges geboren hat. Oder? Oder? Nee. Mewtwo ist doch entstanden durch die Wissenschaft, durchs Klonen von irgendwelchen Wissenschaftlern. Oder nicht? Bin ich jetzt behindert? Ich meine, ja, bin ich, aber das tut jetzt nicht zur Sache eigentlich. Oder? Was? Was ist ein doofer Eintrag im Tagebuch? Das ist ein echt doofer Eintrag im Tagebuch. Tschüss. Okay, tschüss. Man sieht sich. Bestimmt nie wieder, eigentlich. So. Ja, wie gesagt, das ist ein komischer Eintrag im Tagebuch. Das wundert mich gerade. So. Hier ist ein Item, okay. Eisen, Alter. Wir finden sowas mittlerweile ziemlich häufig, ne? Habe ich das Gefühl. Wer würde es nicht tun? Wir könnten jetzt hier oder da links rechts runterfallen. Hier kommen wir aber, glaube ich, nirgends weiter. Das wäre das Problem. Mein Meteor lebte einst. Mein Mentor, oh. Lebte hier einst, okay. Mein Meteor lebte einst, was? Magnetilo. Ich glaube, ich sollte wechseln. Weil gegen Magnetilo hat Smetbook keine Schnitte. Einfach mal auf Dragonier. Smetbook ist aber auch bei Level 39, das ist schön. Donnerwelle. Paralyse! Ich hasse es. Ich hasse Paralyse. Aber es hat... ne? Dragonier hat die Paralyse gerade gut... Was weiß ich? Irgendwas halt. Ist der Paralyse aus dem Weg gegangen? Wenn man das so sagt? Keine Ahnung. Oh ja! Paralyse befreit, ja, Flammenwurf. Ja, oh, schön. Oh. Dragonier, ich liebe deine Fähigkeit. Echt jetzt? Echt jetzt? Ah, nice. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Sehr schön. Oh, was? Ja. Ich wechsle. Ich wechsle nicht, komm.
Dragonir, das schaffst du. Dragonir, das schaffst du. Es ist nur ein Volteball. Das ist nur ein Volteball. Das schaffst du. Glaube an dich. Funkensprung ist nicht effektiv. Dragonir erhält sein Level up. Sehr schön. Also gleich. Dauert noch ein bisschen, warte. Dragonir erhält sein Level up. Jetzt. Level 38. Sehr schön. Agilität. Nee, lass mal. Brauchst du nicht. Wow, unglaublich. Ja, finde ich auch. Ich bin unglaublich. Da können wir runter. Okay. Was ist hier unten? Ein Item. KP Plus. Das ist nett. Das ist ja nett. So, hier runterfallen. Oder? Muss ich nicht darunter fallen? Ne, hier muss ich, hä? Mach, hä? Okay. Hey, wer bist du? Hier hat niemand etwas zu suchen. Doch, ich. Ich habe etwas zu suchen. Und zwar... Weiß ich noch nicht. Überlege ich mir noch. Aber irgendwas habe ich hier zu suchen. Wir versuchen's. Gegen Elektroball. Elektroball ist schneller. What? Alter. Smetpo, du bist ganz schön langsam. Aber Schlafbruder... Schlafbruder ist auch schön. Schlafbruder ist eine schöne Attacke. I like that. Psychokinese. Komm, Smetpo, lass dein Level up. Gleich. Nachdem es jetzt die Psychokinese geballert hat. Ja, nice. Sehr schön. Smetpo Level 39. Wann lernt das nochmal Silberhauch? Wenn es überhaupt. War es Silberhauch? Es war Silberhauch. Oder? Ich glaube, es war Silberhauch. Doch, ich bin der Meinung, ja. Oder? Ich weiß nicht. Hm. Schöner One-Shot an der Stelle, Smetpo. Sehr schön. Autsch. Ja, tut mir leid, dass es weh tat. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Leute, wenn wir hier. Hä? Okay. Ach so, stimmt. Ah, ist der Weg. Okay. Wenn wir da rausgehen, dann kommen wir wieder aus dem Gebäude raus, komplett. Und ich dachte damals immer, als es schon in der Anfangs-, also in der. Sind die Pokémon? Ich hoffe nicht. Wo bin ich hier gelandet? In Blau und so. Also in den ersten, wirklich ersten Generationsspielen. Hatte ich immer gedacht, hä? Haben die Entwickler jetzt irgendwas vergessen, da zu machen? Weil zwei Wege, die den aus dem gleichen Ausgang rausführen, das ergibt für ein kleines Kind keinen Sinn. Einfach gar nicht. Weil es sind zwei verschiedene Wege, die trotzdem aus dem gleichen Ausgang führen. Nein. Ups, scheiße. Ich dachte, ups. Verdammt, ich wollte Surfer einsetzen. Ja. Ich habe immer gedacht, hä? Haben die jetzt was vergessen da einzubauen oder was war da? Wollten die da eigentlich Mew hinklatschen? So, oder halt, ne, die Möglichkeit machen, dass man da durch Mew fahren kann oder so, braucht man irgendein bestimmtes Item, da durchzukommen, und was auch immer. Hab alles versucht, aber hat nie was rausgefunden. Bisschen schade. Bisschen sehr schade. Surfer! One-Shot. Schön. Turtok wird gleich auch in der nächsten Arena nochmal richtig trainiert. Es ist eine Feuerarena, Leute, für die, die es nicht wissen. Autsch. Und da kann Turtok nochmal schön viel Damage ausrichten. Oder schön viel Training bekommen, so. Du stehst da ein bisschen im Weg, merke ich gerade. Das können ja Pokémon kommen, okay.
Radikal. Was soll ich denn damit? Du bist Level 34. Wenn du hier ein Pokémon fangen willst, gönn dir. Ist auf einem guten Stand. Auf einem guten Levelstand. Schalter drücken, ja. Wer würde es nicht tun? Richtig. Jetzt ist das da oben hier, ne, zu. Ne, hier geht's weiter, hier geht's weiter, hier geht's weiter. Aber hier hinten ist noch irgendwas. Ein Item. Jobgenesung, okay. Das ist nett. Nehme ich gern mit. Jobgenesung nehme ich immer gern mit. So, was ist hier? Hier ist erstmal ein Trainer. Ey, hier wäre der ideale Platz für ein Labor. Ja. Wenn dieser Let's Player hier vor dem Bildschirm alles richtig vorlesen könnte. Magnetilo, Mann! Zu viele Forscher. Ich wollte ja einen Smetpo trainieren. Mann. Oh. Dein Ernst? Warum denn immer, ey? Weißt du was? Die nächste Attacke wird ein Volltreffer? Bei Zielschuss? Nee. Irgendwie nicht. Okay. Oder erhöht vielleicht die Chance auf einen Volltreffer? Ich weiß es nicht. Kein Plan. Elektroball. Ich wechsle auf Nidoking. Obwohl kann Elektroball schwebe? Nee. Magnetilo kann schwebe. Elektroball nicht. Glaube ich. Oder? Nein. Nee. Kann's nicht. Aha. Warum ist Nidoking denn so langsam eigentlich? Ich meine, gut, die Pokémon sind die Level 34, ey. Das ist ein Ding. Komm. Machen wir ein bisschen schneller hier. Der Kampf ist eh schon vorbei. So gesehen. Easy win. Schöne Erfahrungspunkte für Nidoking. 1000. Was habe ich nur falsch gemacht? Tja. Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Okay, hier ist noch so eine Statue. Aber vorher hole ich mir das Item hier. Blizzard! Das wäre natürlich eine krasse Alternative für Eisstrahl, aber nee. Wir bleiben bei Eisstrahl. Eisstrahl ist auch schon stark genug. Fragezeichenöffner. Es öffnet bestimmt... Solarstrahl, Ich glaube Fragezeichenöffner. Na, wir setzen das Fluchtseil ein. Wir haben eins. Können wir das auch einsetzen. Die Arena, oder? Bestimmt. Ich könnte erstmal Pokémon Turtok tauschen. Ich merke gerade, Leute, wir sind bald durch, ne? Wir sind bald durch mit dem Let's Play. Ich finde nur noch zwei Orden, die sind schnell gemacht, so gesehen. Weil nach dem Orden hier können wir direkt den nächsten holen und dann schon direkt zur Liga gehen. Das ist krass. Das ist echt krass. Gut. Und? Ja, ich kann... Ah, okay. Hallo. Hey, warte, Champion Spee. Der hitzköpfige Pyro. Pyro ist ein Feuer-Pokémon-Spezialist. Du solltest seine Mütchen mit Wasser kühlen. Okay. Und besorg dir Feuerheiler. Nein, ich habe Hyperheiler. Ich kann euch mal kurz die Karte zeigen. Und zwar sind wir jetzt hier. Den ganzen Abschnitt hier. Den ganzen Abschnitt. Genauso wie diesen ganzen Abschnitt hier. Werden wir nicht machen. Weil das ist der Radweg. Hier komplett. So. Habe ich gesagt, finde ich unnötig zu machen. Ist kein krasses Training mehr. Gibt's nicht krass was zu holen. Und das hier ist hier, wie ihr seht, die Seeschauminseln. Oder die Seeschauminsel. Kann man einmal von Fuxania City aus hin und einen Eingang nehmen und einmal von hier aus, von der Zinnoberinsel hin und einen Eingang nehmen. Da finden wir Arktos, aber ich habe ja schon mal erklärt, brauche ich nicht. Werde ich nicht holen, genauso wie hier beim Kraftwerk Zapdos. Und wir müssen jetzt nur noch hier die Arena von der Zinnoberinsel machen, danach nach Vertania City und die Arena machen und dann die Siegestraße gehen.
und ab zum Indigo-Plateau und die Liga besiegen. Wir sind fast fertig, Leute. Wir sind fast fertig mit diesem Projekt. Ich war ein Dieb, doch nun bin ich ein ehrenhafter Trainer. Okay. Dann ist es, das Projekt ist dann bald vorbei. Es werden keine 50 Parts mehr, würde ich mal schätzen. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Im nächsten Part werden wir vielleicht sogar beide Arenen hinkriegen. Je nachdem, was für wie viele Trainer in den Arenen lauern und wie schnell wir da durchkommen, sag ich mal, wie viele Pokémon die haben und so. Also, wenn es hochkommt, noch zwei Parts, dann haben wir alle Orden. Und dann vielleicht nochmal eins, zwei Parts, um zur Liga zu kommen. Und dann nochmal eins, zwei Parts, um die Liga zu machen. Das wären noch 6 Parts oder so. Wenn es hochkommt, 8. Und wir sind jetzt noch nicht bei 40. Das wären keine 40, das wären keine 50 Parts mehr, das Projekt. Oh. Wie gesagt, würde ich noch die ganzen anderen Wege gehen und so, dann würden wir safe auf die ganzen Parts kommen. So ist nicht. Hätte ich jetzt die ganzen Trainer mitgenommen, die auf dem Weg von Alabastia zur Zinnoberinsel waren, wären es auch nochmal ein, zwei Parts mehr. Aber ich habe gesagt, nee. 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 Warum? Wie gesagt, krasses Training wäre es eh nicht mehr. Dafür sind meine Pokémon mittlerweile einfach zu hoch. Ich ergebe mich. Die anderen Pokémon geben einfach keine Punkte mehr. Ach, übrigens hier, ne? Willkommen beim Pokémon-Quiz. Weißt du die richtige Antwort, dann öffnet sich die Tür. Ist die Antwort falsch, dann musst du kämpfen. Je mehr Antworten du weißt, desto fitter sind deine Pokémon beim Kampf gegen den Arenaleiter. Lass uns beginnen. Wickelt sich ein Raupi zu Safcon? Ja. Die Antwort ist richtig. Geh weiter. Jetzt würde sich die Tür öffnen und wir müssten gegen den Typen nicht antreten. Okay, ist nochmal ein Extra-Trainer? Was glaubst du, wie heiß der Feueratem eines Pokémon werden kann? Heiß. Wie gesagt, ja, unsere Pokémon sind schon zu hoch gelevelt. Die würden keine Erfahrungspunkte mehr bekommen. Also kaum welche. Keine relevanten, sag ich jetzt mal. Ja, ich schätze, ich bin der Meinung, auf dem Fahrradweg sind die Pokémon auch nur so Level 26 oder so. Ich kann mich auch irren komplett, aber ich bin der Meinung, so ist das Level circa. Und seien wir mal ehrlich, hier gibt ein Vulpix Level 36 schon kaum Erfahrungspunkte. Was soll das denn mit einem Smogon Level 28 werden? So, ne? Sind wir mal ehrlich. Brauchen wir nicht. Das Training. Aber ja. Ich bin so zufrieden. Wie die Seeschauminseln brauchen wir auch nicht machen. Gibt's auch nichts Krasses zu holen, soweit ich weiß. Nichts, womit ich jetzt viel größeren Vorteil haben würde. Zumindest so, ne? Wisst ihr Bescheid? Und ja, die Trainer auf dem Weg würde ich wahrscheinlich eh ignorieren. Auf dem Wasserweg zumindest, die in der Höhle vielleicht nicht, aber ja, es wäre auch kein übernatürlich krasses Training. Autsch, heiß, sehr heiß. Ja. So, machen wir die nächste Frage. Da kommt mein Pokémon-Quiz, weißt du die richtige Antwort? Ja, gut. Ich werde die Frage absichtlich falsch beantworten. Gibt es 9 offizielle Pokémon-Orden? Eigentlich nur 8. Aber, ne? Du hast keine Chance, ich bin Pokémon-Profi. Wir wollen kämpfen. Wir wollen die Pokémon-Trainer in der Arena mitnehmen. Denn die geben wirklich noch Erfahrungspunkte. Zumindest ein bisschen. So, gut, Ponita Level 34 vielleicht auch nicht unbedingt hart, aber naja. Ich könnte hier auch... Turtok wird ja Level 40 sowieso erreichen. Spätestens bei Marie... Oh, 1000 Damage. 1000 Erfahrungspunkte in Ponita. Wir könnten hier noch ein bisschen Dragonier trainieren. Aquavelle ist ja auch gut. Und das Dragonier dürfte... Also Dragonier dürfte auf jeden Fall gegen so ein Glumander und so ankommen. Und wie gesagt... Turtok kommt definitiv noch Level 40 beim Arenaleiter. Und so können wir Dragonier auch noch ein bisschen Training geben. Auch wenn das hier wirklich, also abgesehen von den Ponita eben, geben Vulpix und Glumanda definitiv wenig Erfahrungspunkte. Also wirklich wenig. Das ist halt leider das Problem, es ist verwirrt. Okay. Und so, gut, sowas zieht jetzt noch einen Kampf in die Länge, das nicht One-Shit war. Begrenzer. The fuck? Vulpix versiegelt die Attacken des Gegners. Okay. Das heißt, habe ich jetzt keinen Aquavelle mehr? Noch Vulcano. Ich hätte gedacht, dass er auch einen Vulnona hat. Okay. Streber Olaf. Okay.
Hallo Olaf. Aquarelle. Geht auch noch einzusetzen, hey? Okay. Bin ein wenig verwirrt. Kano erkennt Dragonier. Jo, ist okay. Machen wir nochmal Drachenwut. Die Erfahrungspunkte hier für das liebe Dragonier waren jetzt nicht so krass. Hätte ich jetzt mehr erwartet von. Weil ich halt dachte, dass er noch einen Voluna hat oder so, aber naja. Nein, das war unprofessionell. Jo. Tür hat sich geöffnet. Die nächste Frage ist in der Reihe, aber das machen wir im nächsten Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein!